So, ja, wir sind nicht so schnell unterwegs mit dem Board. Hier sind Giants. 43, das sollte man nicht packen, glaube ich. Dann packen wir easy. 7k Grit haben wir gerade gemacht, okay, nett. Oh. Ach so, okay, ja gut. Was haben wir so? Ah, ja klar, wir haben hier noch hier Garden of Resources. Ganz vergessen. Und über 43 bis 61, okay, das heißt. Auch hier haben wir noch ein bisschen zu viel Luft wahrscheinlich. Ist der gar nicht da? Ist im Urlaub? Huh. Hier ist er, da ist er. 45, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu niedrig, denke ich mal. Aber ja, nimmt man mit, gibt auch ein bisschen Geld und so weiter. Geld stinkt nicht, habe ich gehört. Punk-Reboots, okay, naja. Garden of Reasons, genau. Okay, warte mal, ich muss nachschauen, ich muss spicken, ich weiß es nicht mehr genau. 49, 51, 53. Vielleicht könnten wir sogar einen Darkon 1 kicken. Beziehungsweise nicht nur wahrscheinlich, sogar ziemlich sicher. Oh, was ist denn hier für ein Ding? Was kommt da raus? Oh. Okay. Okay, das ist nett. Ich mag Lootboxen. Ah, Amplis. Oh, Beats. Okay. Gefällt mir. Ich bekomme natürlich immer das, was ich nicht brauche. Was war das gerade für ein Beat? Cast. Natürlich bekomme ich Cast-Time. Das ist halt. Es wäre halt auch irgendwie strange, wenn ich nicht einen Cast-Beat bekommen würde. Das wäre halt schon wieder. Das wäre halt fast schon eigenartig dann. Hä? Was ist denn da für ein Ding? Warte mal, ist das. Fürs Mining? Crafting Level. Ach lol, es gibt verschiedene Level. Stimmt, ja, ja, klar. Es gibt ja verschiedene Level, genau, habe ich gesehen. 53, 8 Level drunter. Okay, macht ein bisschen Schaden. Ich will mich gerade ein bisschen langsam daran tasten. Aber wirklich, schau mal an, wir droppen alles Mögliche, wir droppen keinen Knuckle. Einfach nichts in der Richtung. Ist ja typisch. Okay. Warten, warten, warten. So. Warte, warum droppen hier ganze Boxen? Und vor allem, wo droppt man die? Gibt es auch Schmuck, lol? Müsste man jetzt wissen. Ah ja, okay, der Knuckle bringt STA und HP. Das heißt, auch das wäre dann eine Möglichkeit, wo man dann nutzen könnte für den Dungeon. 57, hier sind wir zu Hause. Machst du Schaden? Ne, mach keinen Schaden, lol. Dass die nicht stacken, ist ein bisschen eigenartig, also das verstehe ich auch nicht ganz. So, mal schauen, was er droppt. Hä? Was? Lol? Wie jetzt? Einfach eine ganze Box mit allen Items drin? Lol. Okay, das kommt unerwartet. Warte, was droppen hier noch alles drin? Droppen hier noch. 45er Sets droppen. Aber droppt man dann die anderen Sets? Hier droppt wieder ein anderes Set dann. Okay. Ja, interessant. Vielleicht können wir auch verkaufen oder so.
Nicht an Spieler, sondern an NPCs, dachte ich jetzt gerade so. 63, mal schauen, was Sternschaden macht. Bestimmt One-Hit oder so. Null Schaden. Ah lol, okay, der macht den Schaden reduziert von ganzen Mobs. Okay, das macht es natürlich dann ultra easy. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, den Schaden halt auf quasi null zu reduzieren, aber... Na, okay. Außer es liegt dann an der Frate. Oh, das ist gerade Guardian Sword. Und so ein cooler Ring. Oha. Warte mal, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist echt nice. Das gefällt mir. Also ich kann nicht laufen und nebenbei Steuerung gedrückt halten. Ah, ist nicht gut. Also W und die anderen Tasten canceln sich irgendwie gegenseitig aus. Okay, wo ist denn der Gag hier? Da hinten ist normalerweise immer. Da ist aber nicht. Da hinten ist noch ein Spot. Glaube ich, hier war der doch, oder? Hä? Als ob hier jemand gickt um die Zeit. Hä? Ist er nicht hier? What? Jemand gickt um 2 Uhr nachts oder was? Nein. No way. Aber gut, ich meine, Gegner sind natürlich auch sehr, sehr interessant. Also, das kann ich schon ein bisschen verstehen irgendwie. Schade. Es gibt einen anderen Channel, glaube ich, noch oder so. Ein Channel-Switcher gibt es auch noch. Switch-Channel machen wir hier mal rein. Oh, es geht schnell. Das ist angenehm. Wobei, schnell. Abwarten. Ah ja, okay. Hier ist ein Gag. So. Das packen wir vielleicht mal da rein. Ah, der Effekt ist geil. 10 STA vor allem. Wir haben ja viele Moonstones, wir haben glaube ich nicht viele, oder? 7 haben wir momentan. Okay, ich kann mir nicht abschneiden, mal lol. Das macht es natürlich ein bisschen uninteressanter dann. Okay, naja. $4,2 Millionen hat er gerade gegeben, lol. Die anderen haben gefühlt 100k gegeben oder so. Nicht mal, glaube ich. Gibt es andere? Okay, die Partys sind channelübergreifend, das ist schon mal gut. Von den Spielzahlen her, rechnen wir mal aus. 8, 16, 24, 31, 37, 42? 42 Spieler im aktuellen Partys, okay. 2 Uhr nachts, by the way. 2 Uhr nachts an einem Mittwoch. Mittwoch mittlerweile. Genau. Natürlich nicht jeder Spieler ist in der Party, das muss man auch denken. Andererseits, viele Spieler füllen, oder viele Leute füllen einfach ihre Partys selbst mit vielen Füllern und so. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den man bedenken muss. Aber, ja, 42 ist es, glaube ich, schon mal ganz okay. Eine Guardian-Axt, ernsthaft? Hat aber auch gerade gut Geld gegeben, lol. Wenn ich Steuerung drücke, kann ich nichts anderes mehr drücken. Was haben wir hier denn? Green Spirit, lol. Krass. Also ich glaube, es ist schon auch ein bisschen farmfest hier auf alle Fälle. Man ist ja, glaube ich, schon echt viel mit Farmen und mit Grinden beschäftigt. Ich kann nicht einschätzen, wie krass das sein wird. Ob es halt wirklich so Shades Revenge mäßig sein wird oder so. Kann sein, weiß ich jetzt nicht.
Aber es fühlt sich aktuell noch nicht danach an. Also momentan ist es noch wirklich sehr entspannt alles. Aber ich meine nicht, ich kenne Flive und ich kenne Flive-Server. Das heißt gar nichts. Also. Ja, Mokikokis, ich weiß nicht, ob die killen sollte oder nicht. Also ob die sich halt lohnen zu killen. Ich glaube, jetzt braucht ihr keine Waffen. Ach man, ich wollte eigentlich meine Waffen selbst farmen. Aber Flive sagt mir so, nope. Machst du jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, was, wie gut ist eine Nackelhitte, das ist plus 3. Ach, das ist ein ganzes Set. Dann macht es eigentlich eh keinen Sinn, es einzufarmen. Das habe ich nicht gesehen. Ach so. Ja, dann muss ich eigentlich halt fast das ganze Ding nehmen. Ja, okay, ist natürlich jetzt schon ein bisschen krass, ja. So ist es natürlich schon ein bisschen krass. Also ich verzichte halt erstmal noch auf den Schmuck und so. Ich würde da noch nicht zu viel halt, wie gesagt, skippen, aber ja. Warte mal, ich muss ein bisschen was behalten. Ich brauche einen Stick auf alle Fälle. Das ploppt die ganze Zeit immer auf. Unlock new guides. Okay. und 10 MP, das ist gut. 705.000 bringt das, okay. Oh Gott, das haben wir so wieder anderen Stuff. Boots Mail, okay, das ist ein bisschen blöd. Quick Sell. Standard Items kann man weghauen. Nee, die brauchen wir noch. Ah, man kann so rausklicken. Lol, praktisch. Das Ding ist, glaube ich, alles nichts wert, denke ich mal. Was haben wir sonst noch alles? Wir haben mal All Green. Ah, ja, okay. Das hat leider kaum einen Wert. Leider kaum ist gar keinen Wert. Das ist ein bisschen schade. Die Cruiser Suit will noch behalten, auf alle Fälle. Warte, ich bin gerade ein bisschen überfordert, Sekunde. Ah, dann habe ich nichts dran. Okay, super. Ja, ich weiß, ich habe jetzt auch Sachen verkauft, die ich noch brauchen könnte auf dem Ringmaster. Gewissermaßen allerdings aus gutem Grund, weil ich farme einfach dann nochmal so eine Setbox zusammen. Wobei, ist glaube ich dumm, oder? Ist das dumm? Wahrscheinlich ist es dumm. Ich habe viel zu viel verkauft. Wedge. Oh Gott, wie mache ich es am besten? Flurry Boots, ich behalte die mal am besten. Genau, okay. Wedge Suit kann weg. Die Legendary, ja, verkaufe ich vielleicht auch mal noch. Die Epic verkaufe ich auch. Das Ding kann auch weg, genau. Jo, was? 1,2 Millionen bringt das Ding? Lol. Was bringt denn noch Geld? Mal schauen. Ah, okay. Gut. Gilde will ich vielleicht noch gründen. Wie funktioniert das? Hier gibt es einen Scroll. Nee. Oha, die Abkürzung war sehr teuer. Hätte ich das gewusst, hätte ich die jetzt, glaube ich, noch nicht aktiviert. Wie gründet man hier eine Gilde? Gilde. Es kann sein, dass es oldschool ist. Wahrscheinlich ist es auch oldschool, oder?
Ja, ist oldschool, okay. Gehe ich da am besten mal raus. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt generell noch eine Partyhilfe brauche. Drei brauche ich, genau. Okay, ich habe jetzt aber gerade nicht so viele Leute da. Das heißt, also ich habe gerade nur einen fehlenden Charakter. Ja, different Server. Haha. Genau, das mache ich dann am besten offscreen. Ja, dann kann ich auch die ganzen Questies einfach direkt mal wegspenden. Das ist, glaube ich, auch ganz nett. Ja, genau. Maro einfach. Na gut, okay, dann würde ich mal sagen. Sekunde, was ist das für ein Fehler? Ah ja, okay. Daily Quest gibt's noch. Fix den Cloak. Was ist das? Was bringt das? Gildis, Glyphshards, Pena Experience. Okay. Boss Card Puppet. Ah ja, okay, interessant. Was gibt's sonst noch von Level her? Lol. Hoffentlich die Quest ist so niedrig eigentlich. Cake Factory. Na gut, okay. Ich bin erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf das nächste Mal.